Ja, hallo und herzlich willkommen zu The Destiny Night. Wir sind wieder im Tower und wir hatten das Archmage. Hat sich nicht wirklich, hat irgendwie seinen Körper verloren und ist jetzt nur noch ein Kopf in einer Kugel. Aber ansonsten geht's ihm gut. Er hat Archmage Level 1. Unsere Damen haben jetzt auch das siebte Level. Das heißt, sie können jetzt Mangas Mallet. Der kostet zwar reichlich, aber ist doch ein Tucken besser als. Wo haben wir denn Rhymefang? 50 bis 200 und reicht wie weit? 40? 200 bis 800 und reicht überall hin. Der ist also. Der kostet das Doppelte? Das Vierfache? Das Vierfache. Wir werden ihn hoffentlich dann noch einmal zaubern müssen. Also, der ist das ist schon ganz hilfreich. So, wir sind wieder im Tower. Wir sind wieder in Level 3 und wir wollen jetzt noch in diesen Bereich hier. Anti-Magic. Ah ja. Ich erinnere mich dunkel. Was das hier ziemlich doof macht, hier ist nämlich eine Falle. Und wir können nicht trap-zappen, richtig? Ja. Können wir. Items funktionieren auch nicht, oder? Wie war das? Nein, nicht Inventory. Es ist so. So müssen wir das machen. Können wir. Ich meine, wenn wir zumindest. Wenn wir mal was ausprobieren. Wenn wir. Das Ding mal anlegen. Das funktioniert, okay. Ja, genau, das war das, was ich glaube, das war auch eine der Sachen, die sie geändert haben, dass man im Anti-Magic sehr wohl Items benutzen kann, auch wenn die Items einen Zauber auslösen. Kann man drüber streiten, ob das eine gute Idee ist. Es macht die Sache auf jeden Fall etwas angenehmer, weil dann können wir nämlich auch. Was auch? Area Enchant. Probieren wir mal aus. Yep. Und wir haben leider kein. Ich drücke. Also ich habe das Gefühl, ich drücke jede Taste, bevor ich die richtige drücke. Wir haben leider keinen. Den habe ich bestimmt weggeschmissen, ne? Weil ich dachte, brauche ich nicht. Das war eine doofe Idee. Die ganzen. Ja. Kompass. Weil da, ich glaube, da haben wir auch einen gefunden. Aber wir haben hier inzwischen eine ganze Menge Segments, die machen ja mitunter auch was, glaube ich. Macht da irgendeiner was, was hilft? Nee. Ja, aber haben wir noch nicht. Und okay. Also, Antwort ist nein. Aber gut, wir haben zumindest. Du müsstest jetzt hier eigentlich eine Falle sehen, Susi. Können wir einfach ausmachen. Danke. Blödes Ding. Ice Giants versus Jack Giants. Ich würde sagen, probieren wir einfach mal unseren neuen. Ach, geht ja nicht. Ist ja. Na gut, jetzt ist egal. Müssen wir alles von Hand machen. Das ist so lästig. Ich würde sagen, dann machen wir das jetzt eine Runde lang und dann rennen wir weg. Da macht ja keinen Spaß, macht das ja nicht. Okay, das Spiel zeigt uns die Falle mit Area Enchant, aber es ist kein. Ja, aber er sagt uns nicht, was los ist. Okay, na gut. Das Lustige ist, da müssen wir gar nicht lang. Hazer, Fred, ist mal gut. Und hier, ich glaube, hier runter. Kann ich mal in Ruhe hier? Meine Güte. Ja, das sieht richtig aus. Kleines Roommace. Hier wollen wir hin.
The last you see is number 10. They cannot be called manly men. Ja, okay, das ist ja mal was Eindeutiges. Ich meine, eine Sache können wir nochmal checken. Hier ist nix. Das ist einer von diesen völlig witzlosen. Ja, ja. Können hier lang. Hier ist auch alles Anti-Magic. Ne, natürlich. Wir können nach hier gehen. Irgendwo ist was. Können wir in einen einzelnen Raum? Ist hier wenigstens Spell Regeneration? Auch nicht, ne? Nee. Hier ist einfach nichts. Hier vernichtet man Zeit. Achso, können wir nicht. Ja, okay. Ja, da können wir ja nichts gegen machen. Wir können sie ja nicht entschärfen. Deswegen gehen wir jetzt hier noch das noch ab. Nichts ist hier. Das ist so nervig. Oh, nee. Na gut, dann gehen wir wieder. Raus. Das war ja alles sehr unerfreulich. Dann machen wir mal. Wärtner macht Flash to Stone to Flash. Necrosanier macht das auf Anuin. Die ist jetzt tot. Dann machen wir Beyond Death. Obwohl, haben wir nicht Heal inzwischen? Wir haben da Heal. Hahaha. Alles ist wieder gut. So, jetzt haben wir das erkundet, haben, ne, das nicht, aber da wird nichts sein. Oder das sind einfach noch weitere Räume hier und hier ist noch weiterer Gang. Den letzten Hinweis haben wir. Ich glaube, jetzt haben wir alle. Haben wir hier alle? Ich glaube, wir haben jetzt alle. Da können wir jetzt zum Magic Mouth gehen. Da gehen wir am besten. So, müssen wir hier durch. Ja, direkte Wege, das ist den Architekten hier ein, die kannten das nicht, die halten das für, ich weiß nicht, für eine schlechte Idee. Okay, jetzt früher sahen wir aus hier. Mangas. Wie heißt das? Millet. Das ist Mama, ne? Ja, ich wusste, irgendwas war Mama. So, schauen wir mal. Ja, es ist Kill All. Vision One, ja, sieht gut aus. Wieso haben wir dich nicht gekillt? Kann das ja nicht bleiben. Oh, wie mittelmäßig nützlich. Der ist vom Prinzip nicht schlecht.
Ich habe übrigens noch eine ganze Menge mehr verkauft. Ich habe nur die ganzen Sachen, die wir wahrscheinlich nicht brauchen, beziehungsweise wo ich mich eh nicht in der Lage sehe, die dann im Zweifel anzulegen, wie zum Beispiel, nee, die Matchers seien behalten. Was habe ich dann verkauft? Ich glaube genau, da haben noch Instrumente, habe ich noch verkauft. Also der Bardbow macht das gleiche wie das Bardsword vom Prinzip. Ist allerdings ein Bogen, sodass du dann aus der zweiten Reihe angreifen könntest. Aber dann hast du ja nicht mehr deine Spectre Snare, das heißt, du kannst ja nicht mehr kritisch, also für einen Eimer. Aber es liebt, dass das Spiel uns das zur Verfügung stellt. Mal gucken, was wir hier noch so kriegen. Ja, einer überlebt, zwei überleben, drei überleben, überleben ab und zu mal ein paar. Aus irgendeinem Grund könnt ihr die nicht benutzen. Naja. Ja, dann können die auch mal weg. Was haben wir noch gefunden? Noch irgendeinen Unsinn. Ne? Ich meine, den Bardbow behalten wir erstmal, weil es der einzige ist, den wir haben. Exo-Wound haben wir noch gefunden. Ja, die kann auch weg. So, wir wollen jetzt nach da. Okay. Also, speak the Tenant Sequence and fight the Destiny. Okay, ja, ja, ja. Dann wollen wir mal gucken. Also, Tenant Sequence. Wir haben 7 and 8, Reverse Tiny and Late. Das ist Large and Early. Ich meine, das könnte auch Big and Early sein. Oder, also, es gibt manchmal mehrere Möglichkeiten, aber die kann man ja ausprobieren. Also, es ist Large and Early. Six will never try to crow, das weiß ich noch. Da musste ich als junges Kind, also als junger Jugendlicher, tatsächlich in ein Wörterbuch gucken, weil ich nicht wusste, was Hahn auf Englisch heißt. Rooster. Der kräht nämlich. The last you see is they cannot be called manly men, also sind es women. Ne? Weil können nicht als männliche Menschen bezeichnet werden. Naja, das sind dann weibliche Menschen. Das ist nicht so schwer. Nein, das ist Barte. Das hatten wir schon rausgekriegt. Haben wir hier noch mehr? Hier sollten noch 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dann sind die anderen hier. To give him four, he'll not be poor. Hier muss man ein bisschen um die Ecke decken. Das ist Gold oder Money, aber es ist im Endeffekt Gold. And number two is never true, das ist lie. For three you see cannot be free, das könnte prisoner sein oder es ist slave. Da hat man auch wieder mehrere Möglichkeiten, die man durchprobieren muss. Und the fifth of course cannot be loved, das ist hate. Könnte auch hatred sein. Wo ich nicht genau den Unterschied kenne zwischen hate und hatred. Also war abgesehen davon, dass Hate auch ein Verb sein kann, aber vom Substantiv. Hate und Hatred, wann man welches benutzt, ist ja auch Wurst. Für jetzt. On the Wall's Witness, the first is Quencheth Thirst.
It quenches thirst, also ne, was macht einen nicht mehr durstig? Das ist auch lustig, dass es im Deutschen kein Wort für nicht mehr durstig gibt. Also das finde ich fantastisch. Oder wahrscheinlich in vielen Sprachen. Ne? Für nicht mehr hungrig gibt es eins, aber für nicht mehr durstig gibt es keins. Water. Ist das hier? Not everything is to the whatever. So, jetzt haben wir das, haben wir alle. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Dann haben wir jetzt alle. Dann haben wir uns natürlich die Reihenfolge gemerkt und können das jetzt hier richtig machen. Also water. Fly, slave. Ups. Ja. Ja, ich habe mich vertippt, Magic Mouth, Mensch. Water. Fly, slave. Gold, Hate, Booster, Large, Early, Bad, Women. Dankeschön. Welcome, Foolish Mortals. Time runs short. Ja, wir sind jetzt hier in der Snare und dann machen wir das mal aus, weil das nervt nur. Das ist eine der interessanteren. Also, dann wollen wir mal gucken. Wir gucken jetzt nach Norden. Das wollen wir mal kurz. Ja, okay, das ist ganz wichtig. Hier gibt es nämlich auch einen Room Mace. Da dürfen wir das nicht aus den Augen verlieren. The Room Mace leads to salvation. Danke. Jetzt bitte nicht. A voice says, without pain can come no success. Das glaube ich. A voice says, words of wisdom are great in value. Hearing them three or even five times can truly give them worth. Ja, und wir wissen ja, frequency is the key. Also werden wir uns, werden wir uns daran erinnern. Jetzt wollen wir hier rein. Nein, das ist so, 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 okay, hier. A magic mount on the wall speaks to you saying this. The secret is hidden in the dream spell. Was ein Bullshit. Da sagt er zum zweiten, the snare of death can be beaten by the mage. Was ein Bullshit, aber wir wissen ja, wir sollen auf das dritte Mal hören. Turn right at the joke, then right, then forward, then left twice, ahead twice, right, then left. Das ist immer noch falsch, ne? Ich glaube es nicht. Sie haben es nicht richtig gemacht. Das stimmt irgendwie nicht. Also das sollte stimmen, es stimmt, aber dies ahead twice. Also es ist nicht wirklich falsch, aber das werden wir dann sehen. Turn right at the joke, then right, then ahead, also forward steht hier dann jetzt neuerdings, then left twice, ahead twice, ja. Können nur an der Stelle nur einmal ahead, also nach vorne gehen. Right, then left. Ja, okay. Ja, es ist interessant. Drop all your items or you'll be lost. Wieder wissen wir, ist Bullshit. Und das fünfte, das sollen wir uns auch merken. Cry havoc and let's slip the dogs of war. Machen wir, also merken wir uns. Und das sechste ist auch nochmal Bullshit. Kill off all your spellcasters. Machen wir nicht. So, jetzt wollen wir hier wieder raus. Dankeschön. So, jetzt haben wir alle wichtigen Hinweise. Und dann gehen wir mal zum Joke. Ist hier der Joke nicht? Ah ja, stimmt, wir müssen ja durch dieses Spinnerfeld hier durch. Das ist sehr lästig, aber dank unseres Badenliedes ist das ja kein Problem. So, a voice is heard laughing. Okay.
Dann würde ich sagen, folgen wir mal dem, was er gesagt hat. Also erst nach rechts, das ist hier. So, dann nach rechts, das ist hier. Dann nach vorne, das ist hier. Dann left ist hier, nochmal left ist hier. Ahead twice. Geht nur einmal. Rechts und links. Ich meine, es ist richtig, bis auf dies, dass man einmal gegen die Wand laufen muss. Aber gut. Wir sind jetzt da. Das ist schön. Da können wir nämlich hier hin. Gut. Mich gerade verlaufen. Nochmal. Okay, also. Turn right at the jog. Then right. Then ahead. Then left. Then left. Ahead twice. Right. Und left. Ich wäre durch, wäre nach rechts gegangen. So. Verzeihung. Also, let me hear your. Give me your battle cry. Ja, Heather, kannst du haben. Bitte sehr. Du blöder. Ah. Okay, also nochmal. Havoc. Oh, mit K. Hm, wieder was gelernt. Ja, time runs short. Ich versuche weniger Rechtschreibfehler einzubauen, dann geht das auch. Zack, 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 zack. Havoc. Correct. I give you a small token of my esteem. He suddenly disappears. So, jetzt kriegen wir alle ein Dagger. Müssten wir 6 Stück von haben. Nein, wir kriegen nur einen. Okay, im Original haben wir 6 gekriegt. Und, oder 7. Und jeder musste den anlegen. Und das Dumme war, wenn man nicht genug Plätze im Inventory frei hatte. Ja, fuck you. Also, okay. Also, wir haben das jetzt. Dann haben wir equipped. Roommates leads to salvation. Das haben wir ja erledigt. Das ist, was haben wir hier? Okay, Teleporter. Wir wollen wir wollen in den Raum. Okay, wie kommen wir da hin, indem wir hier lang gehen? Come on. So. Rein und jetzt wollen wir nicht in den Teleporter laufen, sondern hier nach Süden gehen und dann hier hin. A voice proclaims, look at the wall. Der hätte uns, wenn wir hier gewesen wären, bevor wir bei dem Steintypen waren, hätte er uns gesagt, don't bother me without the tokens oder irgendwie so ein Kram. Da wir die Tokens aber vom Steingolem gekriegt haben, beziehungsweise in dem Fall nur den einen, haben wir das jetzt gelöst, können hier raus. Thou hast bested me again, O meager ones, but I wait thy coming. Shouldst thou live that long? Dankeschön. Okay. So, jetzt sind wir hier raus. Alles ist gut und dann können wir gehen. Natürlich sind wir hier immer noch im Anti-Magic-Ding, weil wie lästig. Ist ja mal gut hier. Müsste immer noch Anti-Magic sein.
Oh. Warum ist das hier nicht mehr Anti-Magic? Das ist neu. Oh, hier ist Anti-Magic, okay. Ist der Gang Anti-Magic? Ja, aber die Räume sind es nicht, das ist ja hochinteressant. War vielleicht auch im Original so, ich habe einfach nur mich nicht weiter drum gekümmert und einfach alles als Anti-Magic markiert. Ist hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Ja, ja, du bist Poison, hab die mal nicht so. Du wirst wahrscheinlich auch noch gleich versteinert werden, weil wir bestimmt noch über irgendeine Falle laufen. So, jetzt können wir hier aber raus. Und gut ist. So, wir haben das nächste Zepterteil und das nächste Snare gelöst. Ja, hier waren wir gar nicht. Also das sind noch mehr Roommates-Rooms. Die man nur hin und her teleportiert wird. Und also man muss halt dem Weg des Magic Mouth folgen. Beziehungsweise man kann das auch. Also es ist kein geskripteter Weg. Also man kann den Weg auch ohne den Hinweis finden. Da muss man halt nur alles genau kartiert haben. Der Weg beschreibt halt nur den... Also das Magic Mouth beschreibt halt nur den korrekten Weg. Es ist nicht so, dass der korrekte Weg dadurch erst aktiviert wird oder so. Und was halt nur ein bisschen lustig ist, ist dieses Ahead-Twice an einer Stelle, was halt schon im Original Unsinn war. Ich meine, es ist nicht wild. Man kann ja Ahead-Twice, da rennt man halt gegen eine Wand. Aber, ne, es ist einfach nicht richtig. So, ja, wir sind fertig, dann können wir uns hier auch raus teleportieren, ne? Was soll das alles? Okay. So, du ziehst doch mal den Dagger. Also können wir mal gucken, was macht der denn? Der macht. Den hast du in der Offhand. Okay. Ja, wir haben jetzt also noch einen Dagger-Ausrufezeichen, der allerdings nichts macht. Und gut. Wir wissen ja. Ich weiß nicht, wissen wir das? Mal kurz gucken, haben wir den Hinweis gekriegt? Wir könnten hier noch irgendwie. Dagos Tower, wie kommen wir da hin? Erst die Städte durch. Tower. Können wir den Hinweis gar nicht geben lassen? Das ist ja doof. Oder? Ah, doch. A magic mouth on the wall speaks to Sangus, what truly counts to rarely said, ask the wise of the Maze of Dread. Na gut, das können wir ja noch machen. Kommen wir aus der blöden Stadt raus. Hier. Hey du. Maze of Dread. I know this, but the knowledge will cost the 48,000 gold. Was machst du eigentlich mit dem ganzen Geld? Ich meine, wenn wir dich in Bälde totschlagen. Also wenn wir irgendwie in die Lage kommen, deine Hütte zu durchsuchen, nachdem du kurz weg bist, finden wir davon nichts. Also du musst das ja in der Zeit bis dahin irgendwie alles auf den Kopf hauen. Ja. Yes, I will pay. The maze is said to be the home of the Graf Nerfist, a group of elite mercenaries. Hurra, die können nicht zaubern. Who kill for both gold and pleasure. Ja, aber nicht uns. The maze itself exists from ancient times. Seek it in Thessalonica. Okay, ist das Maze of Dread das, was ich so... Nee, das Maze of Dread geht. Was ist so furchtbar? Also, interessant, furchtbar.
Ich glaube, ich ist Oscar's Fortress. Das kommt noch. Also, beim nächsten Mal auf nach Thessaloniki. Thessalonica. So, da sind wir. So schnell kann es gehen. Und dann würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Mit mehr Destiny Night. Ja, genau. So heißt das Spiel. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.